Hallo und herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von BLK Regional am Freitagabend. Ja, und ich bin für Sie vor die Tür gegangen, trotz des fast spätwinterlichen Wetters. Aber ich habe mir gedacht, es kann ja nur noch besser werden. Der Frühling, der muss jetzt einfach kommen. Wir kommen gleich zu unserem ersten Beitrag und da wird's sportlich. Am Samstagabend boxt nicht nur der Freiburger Dominik Bösel in Spergau seinen nächsten Kampf. Auch der junge Weißenfelser Sascha Kerimov, der steht am Samstagabend allerdings in Tangerhütte im Ring. Seit Dezember des vergangenen Jahres das erste Mal, dass der Aserbaidschaner wieder einen Kampf bestreitet. Kurz bevor es losging nach Tangerhütte, hatten wir noch Gelegenheit, ein Interview mit ihm zu führen. Vor einigen Wochen haben wir in den Weißenfelser Boxer Sascha Kerimov ja schon einmal vorgestellt, hier bei uns bei BLK TV. Und damals hieß es, ja, wir brauchen noch ein bisschen Geld, Sponsorengeld, um einen neuen Kampf für ihn zu organisieren. Jetzt ist es aber soweit. Am Samstag steigt Sascha wieder in den Ring, nämlich in Tangerhütte. Sascha, freust du dich schon? Ja. Es war jetzt eine lange Zeit, wo nichts passiert ist. Was ist jetzt der Grund, dass du so schnell in den Ring steigen kannst? Es gab ein paar Unterstützer, die sich gemeldet haben von den Weltverbänden. Die haben mich selber angesprochen, haben gesagt, komm her Junge, du hast Potenzial, wir wollen. Und jetzt haben wir es hingekriegt. Jetzt haben wir es hingekriegt. Samstagabend in Tangerhütte gilt es, da läuft die Zeit an für dich. Und welche Titel sind zu erkämpfen? Der WBCA, World Champion Titel. Das ist ein aserbaidschanischer Weltverband, der ist noch nicht so präsent in Deutschland, aber es kommt noch. Und der bekannte WBF, internationale Titel. Und du kämpfst in einer anderen Gewichtsklasse, hast du mir schon erzählt. Ja, ich boxe diesmal im Halbschwergewicht, weil Supermittel war noch ein bisschen problematisch in der kurzen Zeit. Okay, und diesmal bist du auch nicht alleine in Tangerhütte. Du hast mir schon erzählt, dein Cousin, der steigt auch in den Ring. Also die Boxerfamilie Kerimov ist gut vertreten in Tangerhütte. Ja, wir sind wieder vereint. Er war eine lange Zeit krank. Aber jetzt hat er sich wieder hochgerappelt und sagt, es ist soweit und jetzt steigen wir das erste Mal gemeinsam in einen Profiring. Ja, und das Ganze ist natürlich auch immer schön, wenn dann unten am Ring Unterstützer sitzen. Ich habe bei der Facebook-Seite von dir schon gesehen, dass einige sich schon gemeldet haben. Was meinst du, wie viele Weißenfelser treten die Reise an nach Tangerhütte? Ich denke mal 10 bis 20 Personen, ein paar Sponsoren, die jetzt neu dazugekommen sind, werden auch da sein. Da freue ich mich schon drauf, die Gesichter zu sehen. So, und jetzt mal unter uns Boxern. Wie siehst du die Chancen für deinen Kampf am Samstag? Es geht. Ich hatte jetzt ein paar Trainingsrückfälle, da ich krank war und alles. Aber ich denke mal, ich krieg das hin. Gut. Du hoffst, wir hoffen auch. Wir drücken die Daumen und natürlich in der nächsten Sendung von BLK Regional. Da erfahren Sie dann ganz aktuell, was ist aus dem Kampf geworden von Sascha Kerimov. Wie ist das Ergebnis denn zustande gekommen? In der Natur herrscht zurzeit Umzugszeit, denn tausende Amphibien, die ziehen gerade in ein neues Heim um. Die MIBRAG und der Naturschutzbund, kurz NABU, sorgen für eine stressfreie Umsiedlung. Die neue Heimat bietet beste Bedingungen für Teichmolche, Erdkröten, Grasmolche, Teichfrösche, Knoblauchkröten und Zauneidechsen. Dies und noch einiges mehr, das sehen Sie jetzt in unseren Kurzmeldungen, wie gewohnt, kurz und kompakt. Nun werden auch die letzten Bewohner der ehemaligen Orte Domsen, Großgrimma und Bösau umgesiedelt. Dazu wurden Fangzäune aufgestellt und Eimer in die Erde gelassen, um Teichmolch, Kröte und Co. so besser aufsammeln zu können. Aus dem Vorfeld Domsen des Tagebaus Profen in Sachsen-Anhalt ziehen so derzeit tausende Teichmolche, Grasfrösche, Teichfrösche und Knoblauchkröten in zwei Sedimentationsbecken einer ehemaligen Pumpstation im sächsischen Maltitz um. Für die stressfreie Umsiedlung in die neue Heimat sorgen MIBRAG, MIBRAG Gala Service GmbH und die ökologische Station Bonner Birkenhain. So wurden die kleinen unter Artenschutz stehenden Tiere in neue Habitate angesiedelt. Zahlreiche Zauneidechsen sind bereits in ihrem neuen Zuhause auf der Kippe Pirkau in Sachsen-Anhalt angekommen. Dort wurden bereits über 400 Meter lange Steinwalle aufgeschüttet, damit die Eidechsen dort Unterschlupf finden. Außerdem fühlen sich auf den Orchideenwiesen auch Laubfrösche sehr wohl.
Am Dienstag wurde der Grundstein für den Bau des sogenannten Nordsterns gelegt. Die Wohnungsbaugenossenschaft Weißenfels investiert rund 2 Millionen Euro am Standort der früheren Siedlungswäscherei. Der Neubau soll barrierefreies Wohnen ermöglichen. Zur Grundsteinlegung wurde eine Zeitkapsel mit Dokumenten, Bildern und ein paar Münzen im Fundament eingelassen. Die Verantwortlichen hoffen natürlich, dass es sehr lange dauern wird, bis man die Kapsel wieder öffnet. Durch die drei Flügel und den in der Mitte angeordneten Personenaufzug gleicht das vierstöckige Gebäude von oben einem Stern. Daraus resultiert auch der Name Nordstern. Mit diesem Vorhaben bekennt sich die WBG klar zum Stadtteil Neustadt. Entstehen werden 8 Zweiraum- und 8 Dreiraumwohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 70 bis 76 Quadratmetern. Dazu kommen filigrane, großzügig gestaltete Balkone, jeweils 10 bis 17 Quadratmeter groß, sowie Stellplätze und Garagen. Im Frühjahr 2017 sollen laut Bauplan die Innenausbauten starten und bereits im Sommer die Arbeiten beendet sein. Erleben Sie die Premiere des neuen VW Tiguan und feiern Sie zusammen mit uns das große Volkswagen-Fest. Am 30. April bei Ihrem VW Autohaus Kittel, Beuditzstraße 54 in Weißenfels. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Golberner Wurstspezialitäten bietet qualitativ hochwertige hausschlachtende Produkte. Durch eigenhergestellte Rezepturen wurde eine Marke entwickelt, die sich durch Qualität, Geschmack und Individualität auszeichnet. Generell wird bei der Herstellung auf Geschmacksverstärker verzichtet. Golberner Wurstspezialitäten finden Sie in Zeitz in der Schützenstraße und in Rassberg, im EKZ Schöne Aussicht in Leisling und in Gera Langenberg. Golberner Wurstspezialitäten, denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese vier Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Übermorgen starten wir ja schon in den Wonnemonat Mai. Die Veranstaltungskalender sind voll und manch einer wird sich fragen, was mache ich denn am Wochenende? Kein Problem, die Tipps, die gibt es wie immer hier bei BLK regional, aber schauen Sie doch einfach mal selbst. Auf nach Tauhart zum Finnelauf. Am Samstag, den 30. April, findet zum 37. Mal der Finnelauf auf dem Sportplatz in Tauhart statt. Die SG Finne-Billroda lädt alle Profis, Laufenthusiasten, Hobbyrunner, Anfänger, Walker, Wanderer, Schüler, Kinder, Familien, Fans und Naturfreunde zu einem vielseitigen Event ein. Die anspruchsvolle 12,5 Kilometer lange Strecke wird jedes Jahr von Profiläufern als Vorbereitung für den Rennstrecklauf genutzt.
Aber auch Hobbyläufer und Laufanfänger kommen auf ihre Kosten. Bei dem Bodenbelag handelt es sich um überwiegend befestigten Waldboden und Schotterwege. Die Zeitmessung erfolgt ausschließlich mittels Chip, der am Schuh befestigt wird. Die Online-Anmeldung ist der einfachste Weg zur Teilnahme am 37. Finnelauf. Auf der Internetseite unter www.finnelauf.de werden sowohl Formulare für Einzelanmeldungen als auch für Gruppen bzw. Vereine bereitgestellt. Meldungen sind am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor Wettkampfbeginn gegen eine Gebühr von 2 Euro auf dem Sportplatz in Tauhardt möglich. Der Zeitzer Schlosspark verwandelt sich am Samstag, den 30. April, wieder wie durch Zauberhand in ein Lichtermeer. Hunderte Kerzen, arrangiert in Form und Farbe, bringen den Park zum Leuchten. Tauchen Sie ein in das Erlebnis und genießen Sie das familienfreundliche Fest. Es erwarten Sie fantasievolle Lichtskulpturen, ein musikalisches Bühnenprogramm und den ein oder anderen kulinarischen Leckerbissen. Um 18 Uhr fällt der Startschuss für den Fackelumzug zum Schlosspark Moritzburg. Eine tierisch lustige Veranstaltung mit musikalischer Unterhaltung können Sie am Samstag, den 30. April, in Rossbach erleben. Und zwar beim Rossbacher Schneckenrennen mit Walpurgisnacht im Weinbau der Steinmeister. Man kann auf einzelne Schnecken wetten und ein lustig moderiertes Rennen erleben. Der Erlös der Wetteinsätze kommt dem Kindergarten Rossbach zugute. Die Schankwirtschaft bietet ein reiches Spektrum an Speisen und Getränken an. Los geht's um 12 Uhr. Auch in diesem Jahr möchten das Team der Musikkneipe Saison das kulturelle Angebot unserer Region wieder bereichern und begrüßen Sie am 30. April ab 19 Uhr zur Bockwitzer Walpurgisnacht in der Musikkneipe Saison. Bei Musik mit der Rock-Revival-Band aus Gera, der Luckauer Tanzfabrik, den Zeitzer Sternschnuppen sowie der Guckemusik Bablös aus Pegau hat die ganze Familie eine gute Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen. Mit zünftigen Speisen aus dem Hexenkessel und dem Zauberkraft nachgesagten Teufelskirschwein ist für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt fliegende Hexen zu bestaunen und Gemütlichkeit am großen Hexenfeuer. Alle Walpurgisnachtbesucher, die als Hexe mit Besen und Teufel mit Hörnern erscheinen, erhalten ein Freigetränk. Eintrittskarten erhalten Sie im Ticketshop Beestone in Zeitz und in der Musikkneipe Saison in Bockwitz zum Vorverkaufspreis von 8 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Am 1. Mai geht bei der Hohenmolzner Feuerwehr mit dem Tag der offenen Tür so richtig die Post ab. Der Tag beginnt mit einem musikalischen Frühschoppen mit den Leislinger Blasmusikanten. Anschließend lassen feuerwehrtechnische Vorführungen, Feuerwehrrundfahrten, Feuerwehrspiele, Malwettbewerb und Kinderhüpfburg garantiert keine Langeweile aufkommen. Los geht's um 10 Uhr. Zum Hebammentag 2016 veranstaltet die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Naumburger Krankenhaus am Dienstag, den 3. Mai, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür. Hier erhalten Sie umfassende Informationen zur Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, bei Führungen durch die Kreissäle und die Wochenstation Chefärztin Dr. Maren Peter Ihre individuellen Fragen zu stellen. Sie steht Ihnen hierfür gern zur Verfügung. Einen runden Geburtstag feiert das Amtsgericht in Zeitz. Und zwar wird es 100 Jahre alt. Am 1. November 1916 wurde das Haus seiner Bestimmung übergeben. Aus diesem Anlass wurde bereits im letzten Jahr ein Plakatwettbewerb in den Schulen initiiert. Nun konnten die Kunstwerke bestaunt werden. Da sind wir natürlich auch mit dabei gewesen. Im Amtsgericht Zeitz kann man mehr erleben als Auseinandersetzungen, die Entscheidungen von Richtern bedürfen. Auch moderne Kunst ist dort ausgestellt. Solche Ausstellungen, wie die seit dem 26. April, bedürfen natürlich einer Eröffnung mit Musik. Erst recht, wenn ein rundes Jubiläum ansteht.
Ja, also die Ausstellungen machen wir eigentlich relativ regelmäßig. So, man kann sagen, im halbjährlichen Rhythmus, dass die wechseln dann die Ausstellungen. Und da sucht meistens unser Direktor, der sucht dann Künstler, die hier bereit sind, irgendwelche Werke auszustellen. Und da haben wir ganz verschiedene schon gehabt. Im November besteht das Gebäude des Amtsgerichtes 100 Jahre. Schüler der Zeit zur Schule wurden aufgefordert, dies künstlerisch umzusetzen. Toni Harnisch und Adrian Grasmeier präsentierten die vier Werke ihrer Klasse. Leider ist nur eine Schule hat sich daran nur beteiligt, an diesem Wettbewerb. Das war die Pestalozzi-Schule hier in Zeitz, das ist die Förderschule, die uns dann vier Werke eingereicht hatten. Also ich finde die im Prinzip ja passend zum Thema Justiz. Wir hatten ja gesagt 100 Jahre Amtsgerichtsgebäude Zeitz und die Motive sind ja im Prinzip alle in Zusammenhang zu bringen mit der Justiz. Also die Justitia ist abgebildet als wesentliches Zeichen wesentliches Symbol der Justiz. Dann Gesetzesbezeichnungen sind aufgeführt, Grundgesetz habe ich gesehen, BGB, SGB für Sozialgesetzbuch und so. Also haben die Schüler schon versucht, da Thema Justiz mit reinzubringen und haben das, finde ich, sehr, sehr schön und farbenfroh gestaltet. Da das Amtsgericht wesentlich mehr Wände hat, wurde es nicht bei diesen vier Werken belassen. Die anderen Bilder sind auch erst ab heute hier in der Ausstellung zu sehen. Die sind aus einer Sammlung von unserem Direktor, die er zusammen mit seinem Bruder aus dem Nachlass seines Großvaters erworben hat, also praktisch geerbt hat. Und die hat er hier zur Verfügung gestellt, damit die Wände, die eigentlich mit den Plakaten versehen werden sollten, nicht leer sind, und hat halt diese Bilder der sogenannten Griffelkunst hier mit ausgestellt. Wer die Werke selbst in Augenschein nehmen möchte, muss sich weder verklagen lassen, noch eine Klage einreichen. Zu den regulären Öffnungszeiten darf jeder das Gerichtsgebäude betreten. Aber nicht zu lange warten, denn Ende Mai, Anfang Juni soll es eine neue Ausstellung geben. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Meiner, guck mal! Alle 11 Minuten lettere ich mir mit ein paar Schippen hier ein paar Vernischel. Weißt du? Pass mal auf hier! Hast du gesehen? Ich barsche bin nämlich jetzt. Ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, wie ich so eine Frau finden soll. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Die Jubiläen reihen sich derzeit aneinander. In diesem Jahr werden zahlreiche Firmen und Vereine zum Beispiel ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Auch das Vokalensemble Weißenfels feiert. Wir haben ja schon kurz über das Konzert berichtet. Heute schauen wir etwas genauer auf die letzten 25 Jahre zurück. Ein Jubiläum galt es am 10. April zu feiern. Das Vokalensemble Weißenfels hatte in das Kulturhaus geladen, Sangeskraft zu zelebrieren und zu vollziehen. Denn seit einem Vierteljahrhundert singt man in diesem Verein nach Herzenslust. Also unser Ziel war es natürlich, den anderen Chören aus dem Landkreis die Gelegenheit zu geben, uns zu unterstützen bei der Jubiläumsveranstaltung. Von daher waren insgesamt 9 Chöre geladen. Krankheitsbedingt sind leider 2 ausgefallen, war aber nicht das Problem. Waren ja trotzdem mit einer Abordnung da. Geladen hatten wir Vertreter aus Stadt und Landkreis, die uns auch mit ihrer Anwesenheit beehrt haben. Und geladen, das ist bei uns ein besonderes Anliegen, waren sämtliche Pflegeheime, Altenheime, wo wir sowieso regelmäßig im Jahr auftreten, um einfach auch mal den älteren Herrschaften noch mal einen schönen musikalischen Nachmittag zu machen. Und ansonsten war die Veranstaltung eigentlich offen für jedermann. Musiker für die Welt, morgens wenn der Tag.
Wo kommen denn die Sänger her im Verein? Die sind hauptsächlich aus Weißenfels, aber auch aus den umliegenden Vororten. Und wir treffen uns jeden Dienstagabend, 19 Uhr, hier im Spiegelsaal des Kulturhauses zur Probe. Auf, lasst uns singen, hell soll es bringen. La 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 la. Auf, lasst uns singen, hell soll es bringen. Angesprochen wurde es ja schon, wo kann man denn den Chor mal hören? Wir sind sehr viel unterwegs, im ganzen Landkreis oder auch im Sängerkreis von Saale und Struth-Elstertal. Wir haben unseren nächsten Auftritt in 2 Wochen in Stößen. Die haben dort ein Frühlingskonzert, haben uns eingeladen, die auch heute gesungen haben, also so wechselt sich das ab. Und sind dann am 1. Mai zum 170-jährigen Jubiläum des Leislinger Männerchores unten im Waldbad zu hören. Vorhin wurde ja gesagt, jeder kann singen. Warum gibt es dann so wenig Mitglieder? Man muss sagen, dass leider Gottes der Trend eher weniger dahin geht, sich gerade älteren deutschen Liedern zu widmen. Noch dazu ist meine persönliche Meinung, hier die Einschätzung dahin, dass gerade auch wenig Leute bereit sind, unter der Woche zusätzlich nochmal 2-3 Stunden zu investieren, um dann gerade in der Sommerphase, Frühjahrsphase, nochmal am Wochenende auch nochmal 4, 5, 6 Stunden zu investieren. Einfach nur um Spaß zu haben. Aber genau das ist es ja. Ich persönlich mache es, weil ich dann unter der Woche die Chance habe, mal abzuschalten, runterzukommen. Auf der anderen Seite mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die zu treffen. Also man muss Spaß an der Musik haben, dann hat man auch oder findet man auch die Zeit dafür. Ich habe ja bei den ganzen Liedern, die heute hier zu hören waren, gerade mal 2 Lieder gefunden, die so ein bisschen zu unserer Region hier gehören. Gibt es da noch mehr? Es gibt selbstverständlich auch mehr. Ich habe zum Beispiel mit meinem Leislinger Männerchor 1 gesungen, was ich vom Text her auf diese Region umgeschrieben habe. Aber wie gesagt, das ist immer schwierig. Also an der Saalehelm Strande ist eigentlich das Bekannteste. Aber ansonsten muss man dann ein bisschen flexibel sein. Können Sie jodeln? Bei uns in der Gegend doch wohl eher etwas Ungewöhnliches. Mein Kollege Michael Turm, der hat sich auf den Weg gemacht und war bei einem Jodelseminar auf dem Gutshof Sonnenkalb mit dabei. Eine Eminenz gab sich am 16. April im Gasthof Sonnenkalb in Kleinheringen die Ehre. Aber nicht um dem Volk die Leviten zu lesen, sondern Jodeltöne beizubringen. Jodel kommt vom Gebirge. Es ist eine Naturform des Gesangs. Und die Gebirgsmenschen haben das schon immer als Jodeln betitelt. Es soll eine fröhliche Bezeichnung für diese Artikulation eines Naturgesanges sein. Es hängt mit mehr zusammen. Es ist also in erster Linie mal mit der Verständigung früher von den Leuten, die da oben gelebt haben und gearbeitet haben, zueinander von Almhütte zu Almhütte oder so ein Ruf dann auch des Jägers oder des Holzfällers dazu. Und dann auch, die Leute waren sehr einsam da oben, die haben dann mit sich selber gesprochen. Wenn sie so an eine Felswand hingejodelt haben, dann kamen einige Töne zurück und man hat seine eigene Stimme gehört. Und dann auch zur Arbeit, wie zum Beispiel beim Sensenmähen oder auch beim Baumumschneiden im Winter, ist das Jodeln verwendet worden. Inwieweit Jodeln im flacheren Land nutzbar ist, bleibt den Teilnehmern des Jodelseminars überlassen. Es schadet sicherlich nicht, seinen Horizont zu erweitern.
Die kriegen einen Einblick in diese ganze Jodelgeschichte. Ich erkläre ihnen die einzelnen Jodler, die einzelnen Lieder, was sie für einen Sinn haben. Und sie lernen von der Pike auf das Singen. Das bedeutet, sie lernen die richtige Atemtechnik. Also weg von der Flachatmung, rein in die Zwerchfellatmung. Der Berufssänger weiß da sowieso Bescheid. Und das kriegen sie heute mit. Kann man natürlich jetzt nicht sagen, jetzt kann ich, sondern wie gesagt, ein Einblick, man muss da schon dran üben. Aus diesem Zwerchfell Atmungstechnik entsteht dann der kräftige Jodelton, der aus dem Hals kommt und wo dann später auch noch der Kehlkopfschlag, sprich das Bel Canto des Singens, gelehrt wird. Seit 18 Jahren mache ich das Jodeln und bringe mit dem Sinn, den Leuten das Stimmliche, das Singen nahe zu bringen und auch zu zeigen, dass man singen kann und besonders ihnen einen schönen Tag erleben zu lassen und praktisch diese Körperöffnung nahe zu bringen, die Atemtechnik nahe zu bringen und auch das Tänzerische, die rhythmischen Bewegungen. Und da haben die alle eine Freude dran und gehen beglückt wieder nach Hause. Was war das für ein Wetter diese Woche? 13 cm Neuschnee auf dem Brocken und das Ende April. Wie wird das Wetter am Wochenende? Hoffentlich besser. Wie es genau wird, das sehen Sie jetzt wie immer in unserer Wettervorschau für den Burgenlandkreis für die nächsten 3 Tage. Qualität, regionale Produkte und immer ein freundliches Wort. Das E-Center Naumburg präsentiert Ihnen das Wetter im Burgenlandkreis. Am Samstag ziehen im Tagesverlauf dichte Wolken auf und es entwickeln sich Schauer, eventuell auch Gewitter. Die Temperaturen erreichen 11 bis 17 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest. Am Nachmittag frischt er in Schauernähe böig auf. In der Nacht zum Sonntag gibt es viel Bewölkung und zeitweise fällt Regen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Temperatur geht auf 6 bis 3 Grad zurück. Am Sonntag ist es bei wechselnder Bewölkung recht unbeständig. Zeitweise gibt es Regenschauer und vereinzelt Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig und in Schauernähe böig auffrischend aus westlichen Richtungen. Die Temperatur steigt auf 13 bis 15 Grad. Auch in der Nacht zum Montag wird es wechselnde Bewölkung geben. Nach dem Abklingen der letzten Schauer vom Nachmittag bleibt es weitgehend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest. Die Temperatur geht auf 8 bis 5 Grad zurück. Die neue Woche startet recht freundlich. Es wird am Montag überwiegend sonnig sein. Allerdings hält sich die Temperatur mit 16 Grad noch etwas zurück. Aber es wird überwiegend trocken bleiben. Bleibt abzuwarten, wie sich der Wonnemonat Mai wettertechnisch gesehen entwickelt. Egal wie das Wetter auch wird, wir sind immer für Sie da. Das E-Center Naumburg. Das waren Sie schon wieder. 30 Minuten Wochenendausgabe von BLK Regional. Das Ganze draußen an der frischen Luft bei etwas unterkühlten Temperaturen. Ich gehe jetzt auch gleich schnell einen Glühwein trinken. Ich sage Ihnen jetzt erstmal, dass wir uns am Dienstag wiedersehen, nämlich zur gleichen Zeit, an der gleichen Stelle. Und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin gibt es natürlich auch eine jede Menge Informationen, zum Beispiel auf unserer Homepage unter blkregional.tv. Einfach mal reinschauen. Oder Sie besuchen uns im sozialen Netzwerk Facebook. Auch da gibt es immer frische und aktuelle Nachrichten für Sie. Ich sage Ihnen jetzt Tschüss und auf Wiedersehen aus dem Fürstenhaus zu Weißenfels. Tanzen Sie gut in den Mai und bis nächste Woche. Tschüss und auf Wiedersehen.